Staggered Training, dann trainieren sie. Also in den dreien sind sie out of duty. Dann sind sie 3 Monate am Trainieren, dann sind sie 3 out of duty und 3 am Trainieren. Ja, dann geht mein Staggered Training. So. Warum ist da Fruit Stew? Ach, das liegt einfach rum, okay. Ich habe aus Versehen ein paar Sachen hier. Die ich mal wieder erlauben könnte, so. Oh, sind Zwerge erwachsen geworden? Ach nee, weil ich hin und her geschalten habe, okay. Was sagen unsere Livestock? Dass wir wieder viel zum Schlachten hätten. Ich muss mal gerade was gucken. Kitchen. Ja, Käfried und Plum Pimmets haben wir zum Verbrauen. Aha. Es wird kein Trinken verkocht. Fisch und Miet haben wir zum... Mal gucken, dass ich die Query Bushes Prozesse. Das geht, glaube ich, bei Farming. Erstmal das zuklappen. Ja, Planprozessing. Da muss ich das machen. Also irgendwann muss ich hier eben mal ein bisschen ummodellieren und hier unten genauso.
Was sagen denn meine Seeds, was ich so habe? Seeds. Jede Menge Pigtail, was gerade nicht angebaut wird. Dimple Cup. Caveweed. Sweet Pot Seeds. Plumpits. Keine Plump Heavenmets und keine Rocknuts. Okay. Ich muss das Ganze hier ein bisschen umdesignen. So. So. Du hältst nur Rocknuts, ja. Und dann Plump Helmet Spawn, ja. Quarry Bushes ist dann Sweet Pots, ja. Dann brauchen wir noch Dimple Cup, ja. Und zu guter Letzt muss ich mal gerade gucken. Also, hier wären Plump Helmets. Ach, Caveweed. Ich brauche übrigens dann irgendwann auch noch zwei Felder für Pigtail und Dimple Cups. Weil hier baue ich Plump Helmets das ganze Jahr über an. Hier baue ich Sweet Pots an in den 2 Monaten, die es geht. Hier baue ich Caveweed an, genau. Und hier müsste ich Quarry Bushes anbauen, genau. Das heißt, Pigtail und Dimple Cups fehlen noch. Das ist okay soweit. Das da will ich. Also, genau. Pigtail und Caveweed Seeds. So. Da gehen wir auch auf Maximum an Barrels. Dann gehen auch auf Custom Food Seeds. So, all. Nehmen aber Dimple Cup raus. Nehmen Pigtail raus. Nehmen Sweet Pots raus. Nehmen Lamp Helmet Spawn raus. Und nehmen Rocknuts raus.
So, jetzt müssten genau sechs Sachen rot sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was habe ich vergessen? Caveweed, oder? Caveweed, ja. Gut. Dann sollen die das gerade mal umsortieren. Mein Hauptproblem ist, dass ich wenig Plans habe gerade. Ja, die sogar schon withered sind. Das ist nicht gut, weil es einfach so in der Gegend rumgelegen ist. Aus Versehen. Wobei, ich habe 19 Plump-Helmets. Warum werden mir die nur 16 angezeigt? Da wollte ich nicht. Labor Kitchen. Caveweed Plump Helmets. Wenn ich hier gucke. Jetzt bin ich gerade wieder blind. Plant. Habe ich sehr viel Plump-Helmets? Oh, die auf Dumping gestellt sind. Das ist nicht so gut. So. Da fighten sie gerade wieder oder haben gekämpft. Okay. So, kann ich euch noch weiter managen? Assign a training order, assign power defense, assign a kill order. Ja, okay. Kann ich die noch irgendwie? Ja, Munition fehlt gerade noch ein bisschen und wir brauchen noch einen Quiver. Und einen Crossbow. Also wir brauchen noch mehr Quiver. Das Zeug haben sie alles. Sollte ich übrigens auch hier storen. Hier drüben.
Quivers, ja. Und Backpacks auch. Und nicht mehr hier. Warum wird hier Essen? Also keine Quivers. Und keine Backpacks. Oh, und Armor eigentlich auch keine. Warum gibt es ein extra Ding für Armor? Lass mal noch kurz gucken. Crossbow haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unser Squad besteht aber aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leuten, ja. Wieder Migranten. Ein Farmer. Farmer ist gut. Babys und Kinder. Ein Animal Caretaker. Du wirst mal unser Kloffmann. Müssen wir mal kurz gucken in unsere Labors. Spinning, Shearing. Jewelry. Ja, da Weaving zum Beispiel. Also Weaving, Cloths Making und so weiter. Das müssen wir dann alles einem Clothmacher zuordnen. Und das machen wir auch gleich mal am besten. Also Spinning, Shearing. Dyeing auch, also färben. Und dann Weaving und Cloth Making. Strand Extraction nicht. Dann. Das ist dann Cloth. So. Man wird gleich mal so einem Cloth Maker zugewiesen. Als nächstes nehmen wir den Planter. Planter hatten wir doch noch einen Farmer hier, wenn ich richtig gesehen habe. Warum bist du ein Farmer, wenn du nicht farmen kannst? Was für Fähigkeiten hast denn du dann? Miller und Limemaker. Naja. Okay, aber ja, ich Labor. Cook kriegt dann Dying weg und kriegt Shearing und Spinning weg. Dann. Und genauso der Brewer. Shearing, Spinning und Dying weg. Dann. So.
Gut. Mal gucken, was können die anderen Leute noch so, die wir noch nicht zugewiesen haben. Also du kannst nichts. Du kannst Herbalist.